Challenge ist, nochmal, 10.000 Aufrufe für ein Video. Und damit, vor Kamera, nehme ich diese Challenge an. Irgendwie gab es ein Video, das hieß die verlassene Siedlung, was dann letztendlich die 10.000 Aufrufe geknackt hat, was mega krass ist. Hätte ich halt gar nicht gedacht. So Leute, es ist endlich soweit. Herr Aydin steht endlich vor mir. Wie kam es soweit? Wie soweit kam? ich frage mich gerade selber immer noch, warum ich hier sitze. Nein, ich habe es natürlich deswegen gemacht. Wir haben damals eine kleine, wie heißt das bei euch, Challenge gemacht. Ja. Da ging es darum, dass Luis mich gefragt hatte, ob ich nicht Lust hätte, ein Video zu machen. Das Problem war aber, dass ich es aufgrund meines Berufes nicht unbedingt machen wollte und ich ein bisschen YouTube-scheu bin. Aber dann habe ich ihm quasi ja, als Maßgabe vorgegeben, wenn er 10.000 Aufrufe hat für ein Video, mache ich's. Ich habe Prinzipien, ein Mann, ein Wort, hier bin ich. Gut, ich weiß auch nicht, was so wirklich auf mich zukommen wird, deswegen haben wir einen Moderator hinter der Kamera und der wird uns gleich erklären, was wir zu tun haben oder was wir machen müssen. Okay. Euch stehen zwei Herausforderungen bevor, einmal den Geschmackstest und zum anderen das Gedächtnistraining. Anschließend für den Verlierer gibt es eine Bestrafung und wer die meisten Punkte dann gewinnt. Das ist ein Problem, ich bin doppelt so alt wie ich. Das heißt, ich müsste irgendwie so einen Joker bekommen oder so, ne? Gedächtnistest. Ich habe auch keine Ahnung. Ist das so? Bist du genauso doof wie ich? Gut, ja. Okay, dann machen wir das. Ja. Gut, wer die meisten Punkte bekommt, gewinnt natürlich. Und für den anderen gibt es eine Bestrafung. Ne? Ihr wisst Bescheid. Eieiei. Ja, ich muss nicht mehr zu Hause bleiben sollen. Und ein wichtiger Hinweis ist, bei Ablehnung einer Herausforderung gibt es einen Punkt für den Gegner. Okay. Ja. Okay. Das waren die Regeln. Ist das Wodka oder? Nein. So was. Ich kipp Wasser rein. Wodka hätten wir auch. Nein. Das sind die zwei ersten Gerichte. Ich würde sagen, wir machen das einfach so: Du darfst dir eins aussuchen und beim nächsten Mal darf ich mir eins aussuchen. Such dir erstmal. Ich nehme das, was gerade vor mir liegt. Das heißt, ich klappe das jetzt auf. Ich darf es sehen. Du darfst es sehen und du musst es dann. Ich muss ja gerade, was drin steckt. Nein, du musst es aufmachen und dann kann es schon losgehen. Und ja, genau. Ich esse oder ich esse es nicht? Ja. Ja. Das bleibt dir überlassen. Sorry. Okay, komm. 3, 2, 1. Oh, scheiße. Ich habe das Gefühl, meins ist besser. Ich weiß aber nicht dass das irgendwie so... Ist das Fisch? Ja. Bleib ich riechen? Ist das Fisch? Das sind Sardinen. Boah, ja. Oh. Ich muss jetzt auch schon würgen. Oh, warte. Boah. Verflucht. Da kriege ich einen extra Punkt, ne? Und da reicht's, wenn ich das esse? Zeig mal her. Ja. Ey, wenn du diesen Löffel schon kriegst, dann kannst du einen Löffel auch noch essen. Hau weg, du musst ja auch so gnadenlos zu mir sein, dann macht's mir Spaß. Okay. Ist einfach. Das schmeckt doch ganz normal nach Sardine, hallo? Das stinkt aber heftig, das stimmt. Ist der abgelaufen, kann das sein? Nein. Der riecht sehr streng. Das ist eine Challenge, Junge. Boah, das ist ja nicht hier. Hey, du kannst jetzt noch das von meinen Goldbägen essen. Also ich muss ehrlich sagen, der Fisch roch wirklich streng. Sehr, sehr streng. Also Respekt. Schmeckt doch so. Ja. Willst du das Öl auch noch runter? Nein. Kannst du haben. Hol dir mal ein bisschen Brot dafür. Haben wir leider nicht hier. Der ganze Raum stinkt jetzt auf dem Fisch. Willst du tanzen? Ja. Willst du tanzen? Ich kann diesen Dental Floss Dance. Das kann am Ende auch reden. Sucht euch aus erstmal. Jetzt darfst du. Das sucht ihr auch aus. Genau, du bist. Ich hol schon mal switch da so, meinen Kurzbecher raus. Okay, ich zähle jetzt runter. 3, 2, 1. Senf? Boah, ich hoffe, der ist extra, extra scharf. Was zur Hölle ist das denn? Russische Schokolade. Ach, Karamell. Oh, das ist lecker. Ich mag das. Möchtest du ein Stück? Nee. Wie viel muss ich jetzt essen? Alles. Mama, weg, komm. Das ganze Ding weg. Ja. Boah, Ist der extra scharf? Probier mal. Der ist scharf. Sag mal. Wie man das Ding hier. ja. Der Ui. Der brennt in der Nase. Warum erwische ich denn so einen Scheiß? Weg damit, komm. Boah. Ich gehe mal kurz meinen Finger an die Ecke. Mal gucken. Ah, prickelt ein bisschen, alles gut. Dann so tun, als ob es lecker schmeckt, so wie als ob du Joghurt isst, so. Ich. Ach komm.
und stellen die an. Ja. Stellen die an, ein bisschen Senf. Schlacht der mit seiner Schokolade, oder? Mhm, finde ich geil, lecker. War sehr lecker. Die ist super. Russische Schokolade mit Karamell. Du hast gut gewillt bisher. Sehr super. Kennst du den Spruch doch? Der Vogel scheißt immer auf den größten Haufen. Weißt du? Traurigerweise. Egal, wer sich das gerade anguckt, ihr seid noch kranker als wir, die hier sitzen und machen. Komm, jetzt, weil du so unfair, weil du zweimal jetzt das Falsche erwischt hast, darfst du nochmal aus. Nein, so tue ich okay. So aus. Nee, warte, ich nehme das so. 3, 1. Was zur Hölle? Was ist das? Kartoffeln mit Thunfisch in Salatcreme. Was ist das so? Kartoffeln und Thunfisch in Salatcreme. Habt ihr das selber gemacht? Nein. Wo kommt man denn so einen Scheiß? Das ist fertig. Boah, das ist wirklich widerlich. Bist du hilft, ey. Der hat eigentlich den Teller getauscht. Bitte sag mal, wo du das her hast. Keine Ahnung. Wer kocht sowas? Das hat, ich kann den Nachgeschmack gar nicht. Boah. Oder es vermischt sich gerade mit diesem Karamellbon, was ich gerade hatte. Warte mal, das ist so. Boah, das schmeckt aber. Ich habe gerade nur so eine Spitze gehabt, ne? Ist das nicht Hochschädigung? Boah. Das ist abgelaufen, ne? Jetzt mal ganz ehrlich, ist es abgelaufen oder nicht? Nein, das ist nicht abgelaufen. Das hast du aus dieser Theke da rausgeholt, wo die mal die abgelaufenen Sachen reinstellen, ne? Quasi morgen abgelaufen, das hast du aber letzte Woche schon gekauft. Irgendwann kommt halt so ein Gericht, ne? Ich wünschte mir wirklich mittlerweile, dass es sowas wie Geruchs- oder Geschmacksfernsehen gäbe, damit ihr euch mal anguckt, was das hier für ein widerliches Zeug ist. Ey, willst du mal ein Stück probieren? Das geht gar nicht. Ich hatte Fisch was. Nein, der Fisch war Bombe dagegen. Tortillas? Mhm. Du kannst ja versuchen, mit einer Tortilla-Dings zu essen. Schmeckt dir vielleicht besser, wenn du es gerade hast. Ja. Boah, danke. Naja, Luis und ich duzen uns mittlerweile, weil wir sind ja Nachbarn, aber in der Schule war das halt so, dass er mich immer siezen musste. Hat auch ganz oft ordentlich gemacht, ganz oft nicht. Mhm. Aber so ist halt unser Manchmal Anschluss bekommen? Ja, so wie es gehört. Ein bisschen. Distanz muss gewahrt werden. So. Darf ich jetzt aussuchen? Boah, ganz ehrlich, mir tut der Magen weh. Von den. Ja, okay. Alles, was vor einem steht, ne? Gut. Ach, fuck. Lachgummi. Wie verarschen? Wollt ihr, dass ich ersticke? Was ist das? Kakao! Zimt! Nee! Lachgummi, ich dachte gerade, nein, Mann, das ist gefährlich! Wir sagen mal 10 Sekunden, okay? Okay. Das ist ein Kompromiss. Oh mein Gott! Muss lachen. Ist das geil? Dafür. Drück den Mund nicht auf. Ich hab meine Haare. Boah. Du hast wirklich gegessen. Mhm. Unglaublich. Unglaublich. Ferit aus meiner 6. Klasse hat gesagt, Herr Aydin, Sie müssen unbedingt diesen Dental Floss Dance machen, aber ich bin so schlecht da drin, deswegen. Zeig mal, das musst du zeigen. Das musst du zeigen. Irgendwie macht er den so. Ach so, diese Kacke. Ja. Kannst du es? Nö. Das war dein Glas und das hier deins. Was zur Hölle ist das jetzt? Hast du da, weil das zu warm ist. Ja, na, was ist das? Oh. Ich habe das ehrlich gesagt auch noch nie getrunken. Ist das gerade gewärmte Cola? Ja. Los, ne? Ja, dann lass ich mich. Ich weiß, wenn du mal mit warmem Getränk anstößt, aber. Der Zucker wird intensiver, ne? Zucker. Das schmeckt richtig wie. Das schmeckt so, als wäre das 3 Wochen irgendwo rumgestanden, offen. Und irgendein Vogel hat das in den Topf gekippt. Und noch einen Scheiß reingemischt, damit das noch bescheidener schmeckt als vorher. Willst du es austrinken? Willst du trinken? Willst du es austrinken, ja oder nein? Ja. Scheiße. Hättest du mal nein gesagt, doch nein gesagt. Da hilft nur eins, einmal komplett genau.
Aber du darfst nicht rauskotzen, ne? Nein. Gut. Boah, du bist wieder. Nicht, das ist wieder, du bist wieder. Das ist komplett genommen. Guten Durst. Da wirkt das alles. Gruß an die GSS, ne? Bei der nächsten Weihnachtsfeier gibt's das hier. Da gibt's keinen Punsch, da gibt's noch. Stimmt, stimmt, nein. Lecker. Oh Mann, das ist lecker. Boah, super. Leute, macht das nach. Ja, macht das mal. So. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt alles geschafft. Was? Das waren alle Gerichte und Getränke. Ich glaube, wir müssen das nächste Mal ein bisschen forcieren. Nächstes Mal, wenn ich dabei bin, sondern jemand anders, stehe ich da hinten und machen was richtig Leckeres. Ich finde aber noch dieser Thunfischsalat, egal wo du den hast, du musst mir das nachher sagen im Anschluss, damit ich den bloß im Leben nicht kaufe. Der war richtig widerlich. Wenn dem jemand mal vorsitze, kriege ich nie wieder Besuch, ey. Das war's dann. Schön warm werden lassen und dann gib ihm. Glaub mal, das ist ihm. Nein, ich muss dir zeigen, was das für eine Grütze ist, Leute. Kann man sehen, das ist widerlich. Und jetzt gerade überlege ich, der Scheiß ist in mir drinne. Boah, mein armer Körper, ey. Ach, warte, du wolltest irgendwie die Gedächtnisgeschichte machen, ne? Genau, jetzt kommt das Gedächtnistraining. Ich kann auch nur, also wirklich. Ja. Hier war ja gerade Gleichstand, ne? Beide hatten 4 Punkte, also war ausgeglichen. Und jetzt wird höchstwahrscheinlich jemand gewinnen, denn es gibt 7 Fragen. Genau, wer als erstes die Antwort sagt, Nicht abwechselnd. Hat gewonnen. Was ist, wenn ich eine falsche Antwort gebe, kriegt ihr den Punkt? Nein, ihr könnt erstmal raten, also. Okay. Im Winter steht er still und stumm, dort draußen ganz in weiß herum, doch fängt die Sonne an zu scheinen. Der Schneemann. Richtig. Was? Kennst du den Spruch? Nein, aber ich habe den schon, also am Anfang habe ich den Schneemann im Kopf gehabt. Aber als du dann die Sonne rausgebracht hast, war es vorbei. Okay. Kommen wir zu Frage 2. Wenn man es braucht, wirft man es weg. Wenn man Taschentuch? Braucht, nein. Ja, wenn du das Taschentuch gebraucht hast, schmeißt es weg. Wenn du es gebraucht hast. Achso, wenn du es brauchst, schmeißt es weg. Okay, das ist alles. Du brauchst es gerade. Hä? Und ich kann auch einen Tipp geben. Ja, aber weiter. Man wirft es vom Bord. Anker. Richtig. Nicht so freudig sein, okay, gut. Ludwig und Klaus haben 20 Euro und sollen diese so unter sich aufteilen, dass Ludwig 1 Euro mehr hat als Klaus. 19 Euro hat. Also beide haben 20 Euro insgesamt. Und die müssen das unter 10 Euro 50 und 9 Euro 50. Boah, wie schnell. Was? Richtig. Geht ja nicht aus. Also dafür reichen meine Mathekenntnisse nicht. Nee. Ich musste nur kommen, ich hatte irgendwie Angst, dass ich was falsch sage. Ich habe mich 11 und 9 gehabt, oder war es 2 Euro Unterschied? Da passt was nicht. Kommen wir zur 5. Frage. Das ist eine Matheaufgabe, eine Kettenaufgabe. Tanzt ja ganz gut, ne? Voll. Okay, konzentriert euch jetzt. 4 geteilt durch 2. Mal 9 minus 6 plus 3. 15! Wer hat das als erstes gesagt? Beide einen Punkt. Oder? Komm, gib ihm den Punkt. Beide. Oh. Gib ihm den Punkt, komm, gib ihm den Punkt. 2-2. Ja, okay, 2-2. Ich glaube, du warst eine Millisekunde vor mir. So, jetzt kommt so eine ähnliche Aufgabe. Die Aufgabe Nummer 6 ist das jetzt. 6 mal 2 geteilt durch 3 plus 16. 20. Richtig. Krass. Okay. Das war billig. Jetzt hatte ich einen ja, kürzer Flow. Genau. Ja, die war kürzer. So, steht jetzt 3-2 für Markus. Ja. Wenn du jetzt einen Punkt machst, ist es Ausgleich. Wenn du verkackst, dann hast du verkackt. 25 Quadrat. Was? 25 Quadrat? Ja. 25? Ja, mal Quadrat. 25. Ja, genau. Ja. 625. Richtig. Scheiße. Markus. Ah. Perfekt. Oh Mann. So. Er hatte doppelt so viele Punkte. 4-2. Tada. Oh. Also ich habe jetzt die Wahl. Luis, das hier, Leute, ins Gesicht zu klatschen. Und das auf seinen Kopf. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wir sind auch irgendwo Vorbilder. Ich hätte schon Bock zu, muss ich ehrlich sagen. Du weißt das nicht. Ich nehme mir eine Woche Bedenkzeit und werde Luis für das nächste Video mal eine kleine Aufgabe geben, die er zu erfüllen hat. Ich muss nicht viel besser. Wir durchziehen, ne? Ja, klar. Gut, alles klar. Durchgezogen. Zack, gut, so machen wir das. Perfekt. So, Leute, das soll es aber erstmal für das Video gewesen sein mit meinem Lehrer.
War mega cool, oder? Ich weiß nicht. Ich fand's witzig. Ich hätte den Zimt gerne beiseite gelassen. Das muss nicht sein. Das war krank. Der Salat war noch geiler. Ja, das stimmt. Der war geschissen, aber gut. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr Videos mit ihm sehen wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ach du Schande. Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wenn es heißt... Das heißt gar nichts. Wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Tschüssi. Alles klar, mach's gut. Ciao.